Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Biodiversität. Bei der Nummer 30 hatten wir ja uns mit den Wildtieren befasst und wollten jetzt halt tiefer in die Taxonomie reingehen zu den Beuteltieren. Und heute ganz genau werden wir uns davon die Beutelratten anschauen. Und deswegen handelt Vorlesung 31 halt von denen. Und ihr seht hier, so ich glaube, das typischste Beispiel, wenn man an Beutelratte denkt, wie sie aussehen könnte. Ich sage bewusst könnte, weil es gibt doch einige verschiedene Arten, die sich natürlich auch äußerlich und morphologisch unterscheiden können. Das wird auch klar, wenn wir uns die Taxonomie der Beuteltiere anschauen. Erst einmal ist das eine Unterklasse und die Beuteltiere oder Metatheria unterteilen sich in die Beutelrattenartigen, die Dilphimorphia. Das ist eine Ordnung und ihr seht, ich habe hier ein Sternchen dran gemacht für einen wichtigen Hinweis. Durch die ganze Umstellungsgeschichte gibt es jetzt öfters mal Gruppen, die nur ein einzige Untertaxon beinhalten. Und es ist natürlich Quatsch, diese Obergruppe zu behandeln, weil die, die drunter stehen, die einzigen, die drin sind und deswegen die Sachen komplett identisch sind. In dem Fall hier haben wir halt eine Familie mit identischen Merkmalen und ja, da sie halt identisch sind, wird die Familie dann direkt behandelt. Deswegen schauen wir uns halt direkt die Beutelratten an, die Dilphidae. Das ist die Familie der Dilphimorphia, der Beutelrattenartigen, die aber absolut identisch ist, halt nur damit man auf demselben, ja, ich sag mal, derselben taxonomischen Höhe ist, wurde die Ordnung erstmal vorgeschoben. Die australische Gebärmutterartigen, die Australidelphia, ist eine Überordnung, die sind eigenständig. Und dann gibt es noch die Mausopossums, Pauci tuberculata. Das ist halt auch eine Ordnung, die nur eine Familie hat, und zwar die Opossummäuse Cenulestidae. Und ja, die schauen wir uns natürlich dann auch direkt die Familie an. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir machen erstmal los mit den Beutelratten, den Dilphidae. Und das ist halt, wie wir schon gerade gesehen haben, eine Untergruppe der Beuteltiere, die Euterias. Und Beutelratten gelten in der Regel nicht als gefährdet, da sich viele an die Lebensweise mit oder unter Menschen angepasst haben. Das sind sogenannte Kulturfolger, das heißt, die leben dann halt auch in urbanen Gebieten, wie wir das von unserem Breitengraden zum Beispiel mit Ratten kennen. Oder in den USA ganz verbreitet halt Waschbären. Die allerdings, muss ich sagen, auch in Deutschland jetzt nach und nach langsam Einzug halten und auch ein bisschen zum Problem werden. Ja, Beutelratten kommen häufig in Süd- und Mittelamerika vor. Manche Vertreter haben sie jedoch auch in Nordamerika verbreitet. Zum Körperbau. Der allgemeine Körperbau, wonach die Beutelratten halt auch benannt sind, ähnelt Ratten mit einem Beutel. Sieht man hier am Bild, kann man sich so einigermaßen, denke ich, vorstellen. Obwohl diese nicht wirklich miteinander verwandt sind, das ist halt nur, weil es optisch diese Erscheinung hat. Das Fell ist bei den meisten Arten wollig, sehr dicht und kurz. Die Farbe variiert jedoch stark zwischen den Arten, werdet ihr auch sehen, wenn wir dann zu den einzelnen kommen. Damit kann die Fellfarbe als einfaches und grobes, jedoch nicht als sicheres Abgrenzungsmerkmal verwendet werden. Zumindest nicht, wenn man über die ganzen Gruppen schaut innerhalb der einzelnen Sachen, ist es aber dennoch gut möglich. Der Kopf ist langgezogen und spitz, meist mit großen Ohren. Die Füße enden in fünf Zehen, wobei die große Zehe der Hinterbeine als einzige über keine Zehennägel verfügt und den anderen Zehen gegenüber nach hinten gestellt werden kann. Also sogenannte Greifklauen. Fast alle Vertreter verfügen über einen sehr langen Schwanz, der als Greifschwanz zum Klettern eingesetzt werden kann. Wie man das jetzt hier auch im Bild sieht, sie können den, ich sag mal, kringeln und haben halt Muskeln drin und können sich dann halt festhalten, wie als wenn sie eine fünfte Gliedmaße hätten. Alle Beutelratten verfügen über exakt 50 Zähne. Das ist ein gutes Bestimmungsmerkmal. Ist natürlich allerdings schwer in freier Natur, wenn man nicht gerade einen gefangen hat, das zu überprüfen. Die Zahnformel, die immer für eine Gebisshälfte angegeben wird, nur mal zur Information, ist 54113344. Das bedeutet, mal unten dargestellt, ihr seht das, das eine über die Strich ist der obere, das drunter der Unterkiefer. Und das sind halt die Abkürzungen Incisi, Carnis, Prämolare, Molare. Und ja, das sind halt dann die verschiedenen Zähne. Lebensweise. Die meisten Vertreter der Beutelratten sind nachtaktiv. Alle Arten sind Einzelgänger.
Ich muss hier einen kleinen Einschub geben. Neuere Studien haben aber gezeigt, dass sich ab und an für kurze Zeiträume kleine Gruppen bilden können. Zum Beispiel, wenn sie gemeinsam auf Nahrungssuche sind. Während viele Beutelratten Baumbewohner sind, so gibt es auch einige Arten, die am Boden leben, sowie eine Art, welche an das Leben im Wasser angepasst ist. Das ist eine ganz spezielle Sache für die. Und je nach Art ist die Ernährung vielfältig. Es gibt sowohl Fleisch- als auch Pflanzenfresser, wie auch Alles- und Aasfresser. Damit sind wir schon beim Thema Fortpflanzung. Die meisten Vertreter haben keinen Beutel und auch keine Hautfalten. Die Beutelratten halten mit maximal 14 Tagen Tragzeit den Rekord für die kürzeste Tragzeit aller Säugetiere. Wenn man es überlegt, das sind 2 Wochen, das ist echt nicht viel. Und entsprechend ist die Wurfgröße sehr groß und kann bis zu 20 Nachkommen reichen. So, mal zum Vergleich. Sie erreichen ein Gewicht bis 5 Kilogramm. Höchstalter von 4 Jahren. Sind allerdings, muss ich sagen, das ist eine grobe Anpeilung. Es wurden auch schon 6 bis 7 Jahre beobachtet. Aber für die meisten Vertreter gilt wohl 4 Jahre. Und eine Größe bis zum halben Meter. Auch das ist hier nicht ganz genau. Ich habe schon Unterarten gesehen, die mit der Schwanzlänge zusammen 74 bis 76 cm erreichen. Das bedeutet höchstwahrscheinlich die 0,5 Meter oder Zentimeter, die man, 50 cm, die man in der Literatur findet, sind dann wahrscheinlich nicht bezogen inklusive Schwanzlänge, sondern auf Kopfrumpflänge. Und mit kurzem Schwanz, schätze ich mal hinzu, käme man dann vielleicht auf 1 Meter. So, wir gehen aber wie immer tiefer in die Taxonomie. Allerdings brauche ich hier 2 Folien für. Hier ist nochmal derselbe Hinweis, wo ein Sternchen dran ist, diese Unterfamilien. Die haben dann nur eine Art, die identische Merkmale haben und die behandeln wir daher direkt. So, und die Familie der Beutelratten, die Dittelfidae, unterteilen sich in die Wollbeutelrattenartigen Caloromyinae, das ist eine Unterfamilie, und die eigentlichen Beutelratten, Dittelfinae oder Finae, die auch eine Unterfamilie. Ja, wie gesagt, wir brauchen diesmal noch ein bisschen mehr Platz und deswegen eine 2. Folie. Denn eine weitere Untergruppe, genau genommen eine Unterfamilie, die aber nur eine einzige Art hat, sind die Buschschwanzbeutelrattenartigen, die Cliromyinae. Da ist die Gattung Buschschwanzbeutelratten Clironia mit der einzigen Art der Buschschwanzbeutelratte Clironia venusta. Ähnliches Schemata gilt für die Hühlerbeutelrattenartigen, Hyladelphinae, auch eine Unterfamilie, die nur eine Gattung hat, und zwar Hyla-Beutelratten, Hyladelphis, und auch die haben nur eine einzige Art, die Kalinowski-Beutelratte, Hyladelphis kalinowski. Und wir fangen an mit der Buschschwanzbeutelratte, Clironia venusta. Das ist die einzige Art in der einzigen Gattung, der Unterfamilie, haben wir gerade gesehen, also die Reihenfolge ist Buschschwanzbeutelrattenartige, Buschschwanzbeutelratten und da die Buschschwanzbeutelratte. Und es wurden bisher nur 25 Exemplare gesichtet, was natürlich erst einmal nach einer sehr geringen Population aussieht. Und ironischerweise wird die Art dennoch als am wenigsten bedenklich eingestuft. Das hat den Grund, dass die entsprechenden Listen gesagt haben, ja Moment, Beutelratten sind alle irgendwie ähnlich und insgesamt sind die meisten sehr gut verbreitet, also hat man hier wahrscheinlich die meisten einfach nicht gesehen, es wird also wahrscheinlich deutlich mehr geben, wahrscheinlich sind die nicht gefährdet. So ist ungefähr die Logik dahinter gewesen und das liegt halt auch daran, die sind nachtaktiv, leben in den meisten Regenwäldern oder in anderen Wäldern und sind deswegen eigentlich schwer zu sehen. Ja, bisher wurde die Buschschwanzbeutelratte nur in den tiefen Regenwäldern Südamerikas gesichtet, habe ich ja auch gerade schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar in Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Aufgrund der Seltenheit ist nur wenig über die Beutelratte bekannt. Es handelt sich wahrscheinlich um nachtaktive Baumbewohner, welche Insekten, Früchte und oder Pflanzen fressen. Dieser Satz, den kann man eigentlich bei fast allen Beutelratten sagen, das stimmt im Groben für fast alle, kann man sich gut merken. Kommen wir zu den Merkmalen. Wie erkennen wir die? Auf dem Bild sieht man ja auch schon so rein optisch, wie sie ungefähr aussieht. Sie hat große, ovale, dunkle Ohren. Ja, Ohren, Schwanz und Fellfärbung, vor allem auf dem Kopf, sind immer sehr gute Abgrenzungsmerkmale untereinander.
kann man relativ gut erkennen. Sie haben hellbraunes bis zimtfarbenes Fell mit einer gelbbraunen bis grauen Unterseite, gräuliche Gliedmaßen und einen pelzigen Schwanz. Sieht man auch, der ist ziemlich gut behaart. Auffällig im Gesicht sind zwei kräftige dunkle Streifen, die von der Nase über die Augen bis zur Rückenseite der Ohren verlaufen. Kann man auch, denke ich, gut im Bild erkennen. Und allein schon am Schwanz kann man sie wirklich gut identifizieren hier. Zwischen den Streifen verläuft von der Nase mittig über den Kopf ein grau-weißes Band. Also sieht halt aus wie eine Trikolorflagge, die in der Mitte weiß und außen schwarz ist. Und das ist auch bei anderen nicht so zu finden und daher gut zu erkennen. Die Haare sind weich und wollig und werden bis zu 8 mm lang. Der Schwanz ist länger als der Körper. Gut, das hilft jetzt nicht viel, das ist nämlich oft der Fall. Und wird zur Spitze hin schmaler und weniger buschig. Das Fell der Schwanzspitze ist heller als das vom Körper und kann sogar weiß erscheinen. Ihr seht hinten die Spitze, die letzten, ja, wie viel ist das? 10% vielleicht, vielleicht sogar 20% ist halt heller. Die Eck-, Kranines- und großen Backenzähne Molaris sind schlecht entwickelt. Und damit sind wir auch schon bei der Fortpflanzung. Am auffälligsten bei den Weibchen ist, dass sie über 5 Brustwarzen, aber keinen Beutel verfügen. Ja, die Anzahl der Brustwarzen und ob Beutel, wie lang der Beutel, ob Hautfalten stattdessen, ist auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Während die meisten anderen männlichen Vertreter der Beutelratten 3 Paar Bulboretaldrüsen aufweisen, liegen bei den Menschen der Buschschwanzbeutelratte Cleronia venusta nur 2 Paar vor. Und was sind das für Drüsen? Wir haben die auch. Das, die sondern bei Erektionen in Präejakulat aus, welches als Gleitmittel dient und den sauren pH-Wert in der Vagina neutralisiert und so den Spermien ein günstigeres Milieu bietet, weil ein saures Milieu ist für die nicht gut und deswegen hat sich das, ich sag mal, evolutiv entwickelt, wird natürlich mehr lebensfähige Spermien bis zur Eizelle gelangen können. Ja, ansonsten sind sie eher klein und leicht, 140 Gramm, Höchstalter ist unbekannt, klar, man hat sie ja bisher nicht gut erforschen können und sie werden ungefähr 25 cm gerade mal groß. Damit sind wir bei der Kalinowski-Beutelratte, Hylodelphis kalinowskii. Ist die einzige Art in der einzigen Gattung der Hylerbeutelratten, der Unterfamilie der Hylerbeutelrattenartigen, hatten wir auch auf unserer Übersicht ja gesehen. Sie gelten als nicht gefährdet, da sie in Südamerika ein großes Verbreitungsgebiet aufweisen. Hat Schworn schon ja auch ein bisschen angeteasert, dass viele eigentlich gut verbreitet sind. Und die wurde bisher nur in den tiefen Regenwäldern Südamerikas gesichtet. Und zwar in Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Da sie kaum gesichtet wird, ist auch über sie nur wenig bekannt. Und wie bei den meisten ist es halt ein nachtaktiver Baumbewohner, welcher Insekten, Früchte und oder Pflanzen frisst. Merkmale sind da schon wieder ein bisschen spannender. Sieht auch relativ süß aus, der kleine Vertreter hier. Die Ohren der Kalinowski-Beutelratte sind orangefarben, lang, unbehaart und dünn. Sieht man hier jetzt vielleicht bei dem Bild mit dem lang nicht so gut, aber die machen so einen kleinen Bogen hoch. Deswegen sind die an sich relativ groß, also nehmen so die Hälfte des Kopfes ein. Mit einer Kopfrumpflänge von 9,5 cm ist sie eine der kleinsten Beutelratten, die es gibt, wobei die Augen im Verhältnis sehr groß sind. Der Schwanz kommt natürlich noch dazu bei der Gesamtlänge, aber 9,5 cm ist der Körper. Das ist halt wie ein kleines Mäuschen. Das Fell auf der Oberseite ist rotbraun, wobei die Haaransätze grau sind. Das Fell an den Wangen sowie die Unterseite des Körpers sind weiß bis cremefarben. Eine Besonderheit bei der Fellfärbung stellen die Augen dar, welche von breiten, dunklen Ringen umgeben sind, die sich bis zur Nase und zu den Ohren erstrecken, denke ich auch sehr gut hier zu erkennen. Der Schwanz ist unbehaart und braun gefärbt, das sieht man hier weniger. Die Pfoten sind orange gefärbt. Muss ich sagen, wenn man das jetzt so sagen würde, hätte ich da jetzt eine andere Vorstellung von. In dem Bild würde man eher sagen Haut- bis Cremefarben. Ja, damit sind wir schon wieder bei der Fortpflanzung. Und das wichtigste Erkennungsmerkmal der Weibchen der Kalinowski-Beutelratten besteht darin, dass sie als einzige Art innerhalb der Beutelratten über exakt 4 Zitzen verfügen. Das hängt natürlich auch von der Anzahl der Jungtiere der jeweiligen Vertreter ab. Aber da die meisten mehr Jungtiere haben, haben sie halt auch mehr Zitzen. Und deswegen ist das für die relativ eindeutig. Ein weiteres auffälliges, jedoch nicht eindeutiges Merkmal, muss man auch dazu sagen, besteht darin, dass die Weibchen keinen Beutel aufweisen. Das liegt daran,
dass es auch einige Vertreter gibt, die auch keinen Beutel haben oder halt nur kurzzeitig einen Beutel entwickeln. An sich sind die kleinen Kärchen recht leicht, 20 Gramm, Höchstalter unbekannt und eine Körpergröße von gerade mal 21 cm, das ist schon inklusive des Schwanzes. Ja, und damit sind wir mit den Beutelratten erstmal so weit durch. In den folgenden Vorlesungen gehen wir dann näher auf die Unterfamilien ein, welche tatsächlich halt mehr als eine Art beinhalten. Und ja, ich freue mich wieder, wenn ihr mit dabei seid. Ich hoffe, es war für euch interessant. Wie gesagt, ich finde die Vertreter eigentlich sehr, sehr hübsch und auch sehr vielseitig vom Erscheinungsbild und relativ spannend, weil sowas sieht man zu Hause halt eher weniger und auch in Zoos habe ich, glaube ich, bisher nur eine einzige Beutelrattenart gesehen. Von daher ist das auch, glaube ich, mal was ganz Interessantes. So, damit verabschiede ich mich. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.